Guten Morgen. Tada! Donnerstag ist heute? Ist das richtig? Das auch noch hier hingestellt. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Was machen wir heute? Ich fange jetzt an zu schneiden für euch gleich. Dann gibt es Frühstück, wie jeden Tag. Der etwas andere YouTube-Kanal, könnte man sagen, ja, weil bei uns herrscht Langeweile am Stück. Wer hier trendige Videos erwartet, ist klar im Nachteil. Die gibt's hier nicht. Da oben höre ich, wird was wach. Da schläft nämlich auch jemand. Hier schlafen überall Menschen in jeder Ecke. Das wird erstmal importiert. Die kommen ja alle ins Schnittprogramm rein, die guten Videos, und dann werden die hier bearbeitet. Es gab ja wieder ein sehr interessantes Video, ne, für euch zu sehen. Wenn das jetzt raus ist, habt ihr das letzte Video ja gesehen, was ich jetzt gerade schneide quasi. Mit dem Pucki das. Und ja. Ich hoffe, Velostil Naber hat auch bald jeder drin, komplett, wie es funktioniert. Trotzdem werde ich immer wieder, wenn sowas kommt, werde ich es einfach immer wieder neu einsetzen. Keine Ahnung, ist halt jedes Mal Konditionierung, ne? Ist ja auch für mich, ist ja das Gleiche. Ja, auch bei mir dann. Aber ich habe ehrlich gesagt, auch bei mir, um den Satz zu Ende zu bringen, schleichen sich natürlich manchmal auch Fehler ein. Oder so. Kein Mensch ist unfehlbar. Natürlich, auch der Tommy nicht. Man mag es kaum glauben. Jetzt sind alle desillusioniert und sagen, oh Menno, jetzt deabonniere ich den Kanal. Aber ich habe noch nie eine so schlecht verarbeitete Narbe gesehen. Also tatsächlich dieser Grat da überall dran. Normalerweise hätte ich mich jetzt hingesetzt, wenn es meins wäre, und hätte den ganzen Grat weggefeilt überall. Weil genau das kann ja auch dazu führen, dass es eben nicht sauber läuft, wenn es doch mal verhackt. Weil Grat ist Grat. Der ist halt scharfkantig. Und scharfe Kanten, das ist immer so, weiß ich nicht, kann sich doch mal eine Walze verhacken drin oder irgendwas. Finde ich nicht so gut. Also dieser Weg, den die Walze zurücklegen muss, dieses bisschen Weg, wird die Walze nach außen geht, wenn da das nicht mehr heben ist, dass das ordentlich funktioniert. Keine Ahnung. Naja, vielleicht macht man das doch mal. Vielleicht nimmt man mal tatsächlich irgendwie so eine alte, ich meine, das gibt es ja auch bei der Uhrmacher. Ja, ist ja genau das Gleiche. Bei der Uhrmacherkunst ist es ja auch, es gibt dieses Rohwerk, Urofa, Uhren, Rohwerk, Fabrikation, Glashütte. Und dann werden die Dinger angliert, ziseliert, graviert, geschliffen, poliert, was auch immer. Verziert, sozusagen. Also richtig schön gemacht. Vielleicht kann man sowas ja mal tatsächlich mit einer Narbe machen. Und letztlich sieht es ja keiner. Das ist ja das Schlimmste daran. Aber wenn man aus jedem Stück ein Kunstwerk macht, ist beim Uhrwerk das Gleiche. Das ist so schön gemacht dann. Gut. Nur 6 Stunden 40 zu schneiden. Toll. Das ist ja ein Klacks, ey. Das Ding ist, ich werde sehr viel wegschneiden müssen, weil ich meine, das guckt sich natürlich keiner an. Aber es war gestern ein sehr schöner Tag, muss ich sagen. Es hat mir sehr gefallen, weil viele Leute da waren, auch wenn es keine Kunden waren im Grunde genommen. Aber es waren viele Leute, die mich einfach besuchen, weil sie es einfach toll fanden und mal ein bisschen quatschen wollten. Das hat mir echt gefallen. Aber standen wir da so draußen, das war ganz witzig eigentlich, standen wir draußen im Kreis, 6 Mann. Und dann kommt noch Roger dazu, und dann waren wir 7. Und wir standen so im Kreis, in so einem riesen Kreis, ja, weil wir alle so irgendwie so den Abstand so ein bisschen wahren wollten. Und dann kam Polizei angefahren. Und hielt auch noch an. Und haben wir schon alle geguckt. Also es ist total komisch, wie man heutzutage so reagiert. Haben wir schon so geguckt. Ah, scheiße, jetzt müssen wir uns noch weiter auseinanderstellen. Da sind wir irgendwie so alle so ein bisschen gerutscht noch. Und die kamen gar nicht wegen uns. Die sind da aber genau da angehalten, haben eine Weile da gestanden und sind dann ausgestiegen und werden woanders hingelaufen.
Aber was ist so witzig? Also, wenn diese Assoziation tatsächlich hat man schon Scheiße, du bist illegal, wenn du mit drei Mann da rumstehst oder vier schon. Und wir waren zu sieben letztlich. Total kurios, was das mit einem macht. Dieser Corona-Fuck. Ich meine, wir müssen einfach nur lernen, damit umzugehen. Tatsächlich. Und hoffen auf den Impfstoff. Fertig aus. Das war's. Wenn der Impfstoff da ist, dann ist das wie eine gewöhnliche Grippe, also eine gewöhnliche oder wie eine schwere Grippe zu sehen, natürlich. Ne? Wenn du geimpft bist dagegen, hast du da kaum was zu befürchten. Wenn nicht, dann ist das halt einen schweren Verlauf. So wie jede fette Grippe auch eigentlich war. Wenn du dann Probleme hast, sowieso lungenbelastet bist, ist das schwierig. Das wird die Erlösung sein. Die sogenannte Erlösung. Boah, die Tastatur ist so dreckig, das ist Wahnsinn. Meine Fresse, ey. Ich benutze die jetzt seit 3 Jahren. Die ist durch. Eine Wave-Tastatur. Und ich benutze die ja gar nicht zum Schreiben und nichts, sondern tatsächlich nur Space-Taste. Die vernuddelte Space-Taste hier, die völlig abgenutzt. Alles andere benutze ich gar nicht. Ist halt nur zum Schneiden, oder? Space, Space, Space. Okay, ich lass dir mal dudeln, der ist immer noch nicht, man kann ja immer noch nicht bearbeiten. Dauert echt lange, immer wenn ich das hochlade, noch reinstelle. Weil der muss jetzt erstmal die Tonspur laden. Komplett. Also der lädt die zumindest bis zur Hälfte ungefähr und dann kann ich bearbeiten. Und das dauert. Meine Fresse. Jetzt ist er gerade mal beim dritten Video. Achtung, gleich kommt es wieder. Schwupp, da war's. So lange dauerte. Unglaublich. So. Wer kräht da oben? Ist da einer wach? Hallo? Na? Wie geht's? Ach, schön. Na dann, wird gleich Frühstück. Yay, Frühstück beendet. Die nächste Arbeit steht schon wieder hier auf dem Tisch. Diese Holzleiste, die seit Jahren noch oben fehlt, wieder ankleben. Vorgeleimt habe ich schon mal. Ja, gucken wir mal, da biegen wir irgendeine Konstruktion. Wie kriegt da oben eine Leiste zum Halten, wenn ich sie nicht annageln will? Klemmen kann ich sie nicht. Wie kriegt das da oben hin? Hab schon eine Idee. Geil. Jetzt schneide ich erstmal gleich so gut. Schneiden dauert bestimmt eine Weile, weil bestimmt 2 Stunden. Jetzt haben wir circa 2 bis 3 Stunden brauche ich immer noch für ein Video. Müsst ihr euch mal vorstellen. Jeden Tag. Also immer dann, wenn ich Videos mache, natürlich. Das ist ein bisschen weniger geworden. Ich mache jetzt nicht exakt jeden Tag. Manchmal lasse ich 2 Tage ausfallen oder so, ja. Oder ziehe eben 2 Tage zusammen, wenn da wenig passiert, ich wenig aufnehme. Ansonsten 2 bis 3 Stunden am Tag. Oh Mann, ich bin durch. 11:16 Uhr, ich bin fertig mit dem Schneiden. Das ist echt anstrengend, meine Güte. Log 951 speichern. 16 Minuten. Nochmal 16 Minuten. Und dann nochmal den Ton lauter machen für euch. Dann kopieren, dann hochladen, dann. So, Kamera oben vergessen. Ist ja toll, ist ja super, fängt ja gut an. Wolfgang stand schon oben. Oh Mensch, Tommy, man kann man eigentlich mal wieder quatschen. Ich sage, Wolfgang, das ist im Moment alles noch schwierig, ne?
Gerade für ihn halt. Ich sage, ich habe auch nicht die Zeit. Dadurch, dass jetzt alles so verkürzt ist, habe ich in den Zeiten, in denen ich jetzt hier offen habe, habe ich natürlich auch richtig zu tun. Wo haben meine Kinder denn den Reifen und den Schlauch hingesteckt? Ach ja, der Rahmen wird doch nicht gekauft, den ich gestern vermessen habe. Da habe ich mal so gefreut, dass da jemand Interesse hat, aber es ist ihm zu groß. Schlauchreifen, nicht der Rahmen, sondern der Schlauch und der Reifen, den haben wir auch wieder gefunden. Das Teil habe ich neu bestellt hier, weil es war ja hier dieser Schaden, wo der Schaltwerk reingekommen ist. Und zwar sieht man hier, wie angehackt jede Speiche ist. Es sind ja schon drei weggerissen. Eins. Boah. Zwei, drei. Aufpassen, jetzt richtig scharfkantig. Drei sind weggerissen schon. Und naja, geht halt nicht. Und jetzt zeigt ein besseres Laufrad zu her bestellt. Ja, aber es nützt natürlich nichts, wenn der Schaltwerk drin kommt, dann ist auch das im AA. Die Kette hat sich hier hinterverhakt, hinter die Kassette und hat alle Speichen angeritzt. Und ein paar sind halt abgeschert. Weggerissen. Gut. Das müssen wir umbauen. Einbauen, umbauen. Guck mal, jetzt habe ich ein bisschen Innennummer besser geholt. Wenigstens DOA, das ist ja hier gruppenlos. Und dann habe ich ja noch diesen Pedalwechsel, diesen Pedallagerwechsel. Das ist ja wirklich furchtbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt noch ich bis 21 Uhr fast hier. So, den Bremshebel habe ich einen. Den habe ich eigentlich nur einen. Ja, da waren noch zwei. Das waren die Bremshebel, die dran waren hier bei Anouk. Und die kann man halt nicht nehmen. Die sind halt. Das geht nicht. Kunststoffhebelchen. Das ist für einen Erwachsenen vielleicht okay, der ein bisschen mehr Kraft darauf bringen kann auf die Dinger, aber für ein Kind ist das nichts. Pärchenweise zusammen und weg. Tja, machen wir jetzt. Vor lauter Langeweile eigentlich, weil ist nichts zu tun. Und das Rad kommt heute, das Vorderrad, irgendwann geliefert. Achso, ich kann das natürlich schon auseinanderbauen hier, das wollte ich noch machen. Den packen wir mal beiseite hier, den brauchen wir ja dann noch. Guck in der Hand, Felgenband. Felgenband ist überall gerissen. Hier. Überall. Gut, dass wir mal reingucken. Da ist gerissen, da ist gerissen, da ist gerissen. Und da ist das Ventil. Ja, gut, das hat eh nicht mehr lange gemacht. Da wäre es kaputt gewesen, ne? Was nehme ich denn? Centerlock. Scheibe ab, kommt hier ran. Müll. Definitiv Müll. Ja, jetzt wird das Ganze doch teurer als jeder. Mein Laufrad selber kostet ja schon, da bin ich beim Hinterrad schon bei, ich glaube, 90 Euro alleine. Das ist ja nicht so, ist ja Quatsch. Das ist nicht zu retten. Ja klar, rettbar ist alles. Du kannst ja komplett neu ausspeichen, neu einspeichen und so, aber ey, nee, bitte. Die Arbeit. Klar, kann ich machen, aber. Nee, 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 nee. Ja, haben wir alles vorbereitet. Guck mal, so ein Bad. Das ist unglaublich. Ich habe einen Sessel drin zu verschenken bei eBay Kleinanzeigen und alle wollen ihn haben, aber keiner kommt vorbei. Ich verstehe das nicht. Ich gehe mal oben nachfragen, wie der Stand so ist. Also liebe Leute, ich sage dazu nichts mehr, das ist auch wieder Velo-Stil-Narbe. Gleicher Defekt. Hier, mal kommt sie, mal nicht. Na ja, ist natürlich Vorführeffekt, jetzt kommt sie. Aber ab und zu habt ihr gesehen, ganz am Anfang war auch wieder ein Aussetzer drin.
Und Speiche kaputt, Speiche die eine oder andere kaputt. Jetzt hier ein Schrottirad von uns. Was ich einfach nur zu schade finde, wieder mal zum Wegschmeißen. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich werde das jetzt nicht kommentieren, was ich mache, weil ich das jetzt oft genug schon gemacht habe. Im letzten Video auch schon wieder ausführlich nochmal erklärt habe. Ihr schaut einfach von da oben zu. Und vielleicht, wenn das jetzt ohne Unterbrechung klappt, könnt ihr auch mal sehen, wie lange das tatsächlich dauert, sowas zu machen. Wenn ich jetzt ohne Unterbrechung das hinkriege, ne? Vorausgesetzt. Müssen wir mal sehen. Na dann, geht los, ne? Unterbrechung schneide ich raus. Einfach, damit ihr mal hintereinander seht, wie lange das dauert, so ein Schrottrad zu reparieren. Tatsächlich, was eine andere Werkstatt dafür nimmt, weiß ich nicht. Für uns, ich kann nur so sagen, dass das, wenn es jetzt nicht mein Rad wäre, würde es sich nicht rechnen, zu reparieren zu lassen. Eins, zwei, drei Speichen raus. Na, wobei man hier sagen muss, also hier ist ja ein bisschen mehr kaputt. Hier sind ja auch die Speichen kaputt. Deswegen. Na nu? Das muss man dann so ein bisschen von der Zeit wieder abziehen. Speichenreparatur kostet ja auch ein bisschen Zeit. So. Okay. Hier mache ich auch nicht so einen großen Aufwand. Hier säubere ich tatsächlich nur die verharzte Einheit und quetsche ein bisschen Fett nach. Das mache ich alles sehr schlampig jetzt, nicht wundern.
weil das Rad am Ende eben nichts bringt. Bringt mir vielleicht meine Arbeitszeit ein bisschen wieder rein, aber mehr auch nicht. Jetzt habe ich gerade nichts zu tun, deswegen mache ich das jetzt so. Mehr Fett drin als in der anderen. Gestern. Ha, guck mal. Und was müssen wir feststellen? Das ist alles gut, aber hier. Die Narbe ist kaputt. Da war die gebrochen. Der stehen wir da und gucken komisch. Ja. Der poltert da die ganze Zeit drin rum. Ja. Bremsanker. Quatsch, der Bremsmantel ist kaputt. Toll. So, ich halt Gott sei Dank noch da, setze ich ein. Siehst du, das würde sich schon überhaupt nicht mehr lohnen jetzt. Eigentlich. Regulär. Das nehmen wir auseinander. Das habe ich noch nie gesehen. Hier sind die abgebrochen, die zwei Häkchen. So ein Haken an der Sache. Ja, jetzt nicht mehr. Quasi. Na, sag mal. Ich krieg doch tatsächlich einen anderen. So, den nicht. Zack. Wo ist das verkleistert? Tommy? Hallo? Ja? Das war jetzt doof. Ach, Gott sei Dank. Oh. Ja, ja. Hab grad zu tun. Was? Ich hab grad zu tun. Was gibt's denn? Ja, musste. Okay. Ah, ist das ja mit den Unterbrechen, meine ich ja. Genau das. So. Ein bisschen sauber machen. Das hier ein bisschen sauber machen. Was hast du? Hi. Ich wollte nur kurz mal ein Angebot auf eBay zeigen. Kann nicht.
Oh, ist der. Hier, innen, drinnen, so viel Dreck, so viel Gumpf. Natürlich klar, wenn man auseinanderbuttert, kommt der nächste Kunde weg schon rum. So, schnell mal aufstecken. Zack. Ein bisschen schneller mache ich schon noch schon. So. Ja, schmeiß weg. Zack. So, einmal so. Du bist jetzt natürlich genau in die guten. In den guten Lack rein gefallen. So, okay, haben wir auch. Super, Wettfunds. Okay. Jetzt. Ah. Jetzt der Ring drüber. Ganz wichtig. Dann kann das nicht mehr runter. Perfekt. Und das nächste. Als nächstes machen wir
Ja, jetzt brauchen wir halt den. Bremsmantel neu. Das Ding. Ich gucke mal, den finde. Ja. Schauen wir mal. Hier mein Opfer, wie los hier habe. Auch der Konus ist durch eigentlich. Hier. Ist hier auch gerissen, da oben. Also man kann doch immer wieder mal was Neues zeigen. Ja, oben ist ein bisschen was weggebrochen. Schaut mal. Ich habe hier eine, wie gut die drauf ist. Na, der ist noch gut. Und der ist auch noch frisch. Okay. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ja. Komme. Ist ja klar, wa? Jetzt kommt Annett mit einmal. So, gut, okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch wichtig. Man muss ja auch Geld verdienen. Alles andere hier ist ja nur Hobby. Aber ich habe ja oben noch eine Familie, die Hunger hat. Furchtbaren Hunger. So wie das Geld weggeht, denke ich immer, Mann, haben die Hunger. Was ist denn nur los? Genau. So, kurz unten den Kranz festhalten, dann klappt das. So, auch hin. Fett hier oben rein. Pressen. Pressen, pressen, pressen. Okay. Zack. Finito. Ist das richtig? Ja, klar, ist das richtig.
ein bisschen fühlen dabei, wo man da ankommt, ja, müsst ihr schon. Perfekt und läuft und läuft und läuft. Herrlich, herrlich, herrlich. Ach, ich liebe das. Mechanik ist simpel, egal ob es bei einer Uhr ist. Also simpel ist es nicht, aber logisch. Mechanik ist halt logisch. Wenn man es einmal begriffen hat, wie es funktioniert, tauscht man nur die defekten Teile aus. Egal ob bei einer Uhr oder wie auch immer. Das Einzige ist, bei einer Uhr ist das alles viel kleiner. Deswegen ist das hier alles, das ist ja Grobmechanik. Und fertig. Denk dran, ich mache hier mal ein bisschen Fett drin. Zack. Dann mache ich den hier auf. Die Verdrehscheibe auf. Zieh die Klemme fest. Teste nochmal. Zu fest, ein bisschen lockern. Das rollt nicht gut. Das hat Spiel. Okay. Muss so. Ja, aber das ist in Ordnung. Das für die Narbe, für das, was es ist. Es ist völlig in Ordnung. Ja, wichtig ist, das. Na, gucken wir, dass die Bremse nicht zu aggressiv ist. Mal schauen. Das war damit. Dann mache ich nachher weiter. Jetzt zeige ich erstmal einen Bremsbelag zu wechseln und dann schauen wir weiter. Schlauchwechsel habe ich hier auch noch. Nicht Schlauchwechsel, Reifenwechsel, weil der alte Reifen abgefahren ist. Und das ist er wirklich, der ist wirklich runtergefahren. Hat man ja mal selten, dass ein Reifen wirklich mal runtergefahren ist. Der ist durch. Aber er hat mir einen zu großen Reifen gebracht, bin ich der Meinung. Habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gemeint, ein 28er Dicke. Das ist ja nicht schmaler. Das hier ist vielleicht 25 oder so. Das ist sogar 23. Ein 23er ist hier drauf. Das Problem nämlich bei Rennrädern, achtet bitte immer auf die richtige Breite des Reifens. Durchmesser sowieso, das ist ja klar. Ne? 28er oder beziehungsweise
eben 622 mm am Durchmesser sind dann auch 622 mm am Durchmesser. Aber eben auch die Breite. Zack. Zack. Und pflegt eure Räder bitte. Ey, wenn ihr herkommt, das Rad sieht so aus. Das ist eigentlich ein gutes Rad, ja. Aber das ist so fertig. So durch, so ranzig. Boah. So dreckig die Pfoten danach. Das ist so widerlich. Könnten wir fast Wettenruf abschließen. Bin mal gespannt. Wer sagt, das passt? Und wer sagt, das passt nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt. Sicher bin ich mir nicht, natürlich nicht. Wa? Hey, 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 es passt. Ohne viel Punkt erstmal. Glück gehabt. Die Krise gerade. Ich krieg gerade eine totale Krise, weil diese scheiß verranzte Rad, ja. Eigentlich ein schönes Rad, aber es ist so dreckig, dass nichts arbeitet wie Zoll. Mach doch mal, fleg doch mal eure Räder ein bisschen. Glück gehabt, okay. Das war wirklich mal Glück. So. Den dahin, hier aufmachen. Warum waren die überhaupt locker, ey? Okay. So. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier Lieferung bekommen. Ein schönes neues Laufrad. Tja, bauen wir das doch mal rein. Okay. Und nur ein Schaltwerk. Hätte ich das mal bestellt. Ich hab's vergessen halt. Schlicht und einfach. Dann wäre das fertig. Gut, weiter machen wir. Und zwar jetzt wieder mit dem, das ist ja wundervoll. Apropos Gurke, hier wäre eine Gurke. Für den Herrn, der gerade da war. Aber wo habe ich denn jetzt mein Gurken-Hinterrad? Gutti, Gutti. Da ist es.
Ach, schön, dass ich jetzt auch. Ja, genau. Dann messen wir mal aus, was wir dafür Speichellänge brauchen. 292, sind alle immer 292er. Ach, tja, Mensch, die Sorgen und Nöte der Menschen muss man sich ja doch anhören hier. Entschuldigung? Ja? Gucken, gucken, alle suchen Gurken. Gurken bis 100 Euro. Ne, Mountainbike bis 100 Euro. Soll halt schon mal gut sein, ne? Meine Pillen. So. Mensch, wir geben dem ganzen Rad jetzt einen trendigen Touch und zwar mit blauen Nippeln. Völliger Quatsch mit dem trendigen Touch. Verkauf werde ich jetzt auch nur noch draus machen. Blaue Nippel soll man... Ne, das hört sich doof an. Das hört sich jetzt verkehrt an. Das hat natürlich auch einen Grund, warum mache ich jetzt hier blaue Nippel drin. Damit ich natürlich die Speiche schnell wieder erkenne und sehe, ah, die ist neu. Die muss ich jetzt richtig zentrieren. Andererseits ist es danach auch wichtig, wenn man denn zentriert hat und eine Weile gefahren ist und Reißen wieder speichern, dass man sieht, oh, es sind nicht die neuen, sondern sind die alten. Dementsprechend kann man eben dagegen wirken und schon mal so ein paar austauschen. Dann gucken wir mal jetzt, ob das durch Gewalt passiert ist oder einfach durch Materialermüdung. Da läuft das schon mal gut. Läuft gut, läuft gut. Gefällt mir. So, das kann man jetzt auch als improvisierten Zentrierständer nehmen. Schauen wir mal, ne? Dann habe ich hier mein... Da, sehen wir doch schon. Na Mensch, ist doch schon schön. Super. Raus. Das Ganze. Und jetzt geht's los. Einbau. Bauen wir noch diese Reste vom Kettenschutz ab. Bei so einem Rad darf man natürlich oder kann man, darf man natürlich, aber kann man nicht komplett restaurieren oder komplett wieder aufbauen. Das rechnet sich nicht. Da ist ja schon ein Arbeitserlegen eigentlich zu viel des Guten. So blöd wie sich das anhört. Aber so ist das eben. Also im Laden. Ne? Wir reden immer davon, ihr gibt das irgendwo im Laden ab oder so. Müsst dann die Arbeit bezahlen. Denn da gibt es bestimmt nicht viele Läden. Läden müssen ja gewinnorientiert irgendwie arbeiten. Da gibt es nicht viele, die das für 30 Euro machen. So was. Komplett zerlegen oder unter 30 sogar. Verschrauber wird das bestimmt geben. Jetzt müssen wir die Pedale noch tauschen. Die sind nämlich total hin. Die andere ist ja gar nicht mehr da, weil hier ist. Das ist ja nicht wie bei den Hochpedalen, wo wir jetzt das Video
vorhin ein Video gedreht haben mit Hochpedalen, wo sich das wirklich lohnt. Hier, das ist Müll. Einfach, das klingt Müll. Wow. Jetzt die Belastungstest für die Kette eigentlich. Und die jetzt hier platzt wäre. Da müssen wir die Kette natürlich noch machen, noch ein bisschen schmieren und so. Dann schaut mal, wie die aussehen. Hier bei dem billigen, wenn man jetzt denkt, man könnte ja Lager tauschen, kann man nicht mal mehr. Ist verpresst. Da. Das ist schlicht und ergreifend einfach verpresst. Wahrscheinlich ist noch nicht mal ein Lager drin. Das wäre ja ein Ding. Kann ja sein. Nicht mal ein Lager drin ist. Ich baue da jetzt nicht teurer dran oder so, ne? Ist klar. Da kommen ja die gleichen Plastiktrippler ran. Ja. Auch die halten nur ein Jahr. Und jetzt mache ich damit eine Probefahrt. Fertig aus. Aber erst, nachdem ich die Bremse hier eingestellt habe. Okay. Das nervt ja, ist ja unglaublich. So, wie spät haben wir denn? So, bestimmt schon um 16 Uhr wieder, wa? Toll ist nicht mit der Bremse, also die zieht mal zur einen Seite, mal zur anderen Seite, die lässt sich gar nicht mal einstellen. Das heißt eigentlich, dass die Bremse zu tauschen wäre. Oder man kann damit leben, dass man dann eben, mal kommt der Arm, mal kommt er nicht. Ja, auch wegen der 8 natürlich, die da drin war. War zu locker eingestellt, aber so, jetzt hat man das Problem natürlich nicht mehr, aber es ist auch nicht exakt mit der Bremse. Bremst trotzdem super. Wenn ich das einstelle, bremst es. Geil! Das ist doch cool. Das zeigt schon wieder, dass man alles reparieren kann. Wenn man die Zeit dafür hat, natürlich, ja, vorausgesetzt. Also fährt sich total geil, hammermäßig, so schön, weil das ist mir auch viel zu klein, das Rad. Kompakt und agil. Endgeschwindigkeit ist natürlich ein Lacher. Gut, haben wir. Geil. Steuersatz wollte ich mir festschauen. Ich finde auch kein Ende immer. Feierabend für heute. Okay, gehe nach oben. Meine Frau
wird sich freuen, dass ich schon da bin. Und wir sehen uns morgen wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao. Und ich hoffe, euch gefällt's, was ihr seht. Wenn nicht, kann ich es leider nicht ändern. Tut mir auch leid. Ja, also in dem Sinne, bleibt alle gesund. Das ist ganz wichtig. Bleibt gesund. Und wir sehen uns morgen. Daumen hoch. Ciao.